Die Sachen sind gepackt. Wir gehen jetzt frühstücken. Richtig cool, neben dem Bett ist hier so ein Würfel. Und wenn man frische Bettwäsche wünscht, dann kann man den aufs Bett legen und dann kriegt man frische Bettwäsche. Wir brauchen es heute nicht, bei 2 Nächten. Das wäre das übertrieben, aber länger da ist das schon ganz cool. Und neben dem Bett gibt es auch noch so eine Karte. Da kann man dann sich Kissen auswählen, wenn man ein anderes Kissen haben möchte als die, die da sind. Auf ins Bondi. Und da mache Orange, Limette, Ingwer. Hier gibt es dann einmal Säfte und Wasser. Und nebenan dann den Brotbereich und ein bisschen was Süßes. Es gibt Pancakes mit Ahornsirup. Und daneben dann auch einen riesen Pott Nutella und Marmeladen. Obst und jede Menge Joghurts. Hier gibt es dann Salate, Gemüse und eine Fischplatte. Eine ganze Ecke nur mit Käse und Käseplatten. Und daneben ist dann die kalte Platte mit Wurst. Für die Porridge-Liebhaber gibt es dann hier Porridge, frische Eier, frische Omelettes. Und hier gibt es dann nochmal warmes Würstchen, Rührei und Bacon. Und an der Station gibt es dann frische Eier und Omelettes. Perfekt, vielen Dank. Guter Morgen, startet mit dem Dallmayr. Das war es also schon. Fast wieder vom Hotel Palace. Es ist 12 Uhr. Checkout-Zeit ist jetzt um 12. Wir werden nochmal ins Spa gehen, uns das Spa angucken, ein bisschen entspannen. Unser Zug geht erst kurz nach 4. Hören wir uns also gleich aus dem Spa. Auf ins dritte Richtung Spa. Hier gibt es dann im Hotel direkt nochmal einen extra Aufzug, der geht jetzt ins Bar. Dann auch ein extra Spa-Knopf. Steht dann auch groß Spa auf dem Boden. Und es ist das Palace Bar. Hier unten ist auch der Fitnessbereich, kleineren Hanteln, Cardiogeräte von Technogym und hinten dann 2 Türme. Wie sieht es denn aus, wenn man in den Spa direkt reinkommt? Man kommt direkt in eine Bar zu, wo es auch Getränke gibt und kleine Snacks. Und hier geht es dann weiter zum Saunabereich und zu den Innenkleiden. Und da hinten ist dann der Pool. Vorne in der Umkleide gibt es nochmal den Bereich zum Fertigmachen für danach. Und hier geht es dann weiter zu den Spinden. Es gibt hier nochmal eine Umkleide. Dann die ganzen Schränke. Eine weitere Umkleide. Und hier hinten geht es dann zu den Duschen. Und dann kommen wir von hier auch in den Saunabereich. Auf geht's in die Sauna, der Ruheraum. Hier sind wir einmal in der Saunalandschaft, richtig schön. Es gibt hier direkt auch 3 Aufgussaromen und dann wirklich ein großer
Saunabereich hier mit mehreren Saunen. Finnische Sauna, dann ist da eine Damensauna, dann die Eisgrotte und hier ist dann ein Tepidarium, das heißt ein bisschen kühler. Auch wirklich groß für die Leute. Eisgrotte, hier ist dann die Damensauna. 1:1 die gleiche Größe wie das Tepidarium. Und da geht es dann zum Saunagarten und hier ist dann die finnische Sauna. Textilfreie Zone. Gucken wir mal, wie groß die ist. Das ist dann tatsächlich die kleinste aller Saunen hier unten. Und dann hüpfen wir noch einmal in den Saunagarten, den Ruheraum. Der ist dann auch nur zwei Liegen. Schauen wir mal zu zweit, das ist ein ganz privater Ruheraum sozusagen. Und hier ist dann noch ein Außenbereich. Fitness waren wir vorhin drin. Und hier kann man dann auch außen ein bisschen liegen. Und so sieht dann ein Behandlungsraum aus. Bei Hotel Palace. Wie ihr hinter uns seht, stehen wir nochmal vor Zaddis und da immer in Berlin Döner sozusagen. Da geht es auch jetzt zum Abschied nochmal hin. Und wie immer ist es eine lange Schlange davor. Ja. Da wird Marias fertig gemacht. Und so lecker sieht er dann aus. Da stehen wir wieder im Zoologischen Garten. Es geht jetzt bis Spandau, von Spandau nach Wolfsburg und von Wolfsburg dann nach Haus. Vollgepackt sind wir und jetzt geht's ab in den ersten Zug. Der nächste. Jetzt gibt's auch endlich das Essen.